Yo Leute, was geht ab? Mebersohnes Back am Start mit einem neuen Video für euch und dieses Mal gibt es wirklich eine absolut overpowerte Waffe für den Zombie-Modus. Das Ganze ist die Schaufel, das Schanzzeug und hier braucht ihr drei Abschüsse in Folge in 15 verschiedenen Multiplayer-Matches. Hier empfehle ich euch auf jeden Fall, spielt Nuketown und nehmt am besten für diese Challenge, falls ihr das Wakizashi-Knife habt, oder das normale Messer, dann ne, nimmt einfach das normale Messer. Aber das Wakizashi bietet sich hier am besten an, weil die halt schneller die Gegner killen können. Und wie gesagt, spielt Nuketown. Spielt am besten Team Deathmatch, Abschuss bestätigt. Bevorzugt, weil die Runden dann schneller vorbei sind. Ansonsten dauert das halt sehr lange, weil es sind 15 verschiedene Spiele. Und befindet euch am besten einfach immer ein bisschen im Haus. Nehmt vielleicht noch eine Rauchgranate mit. Und dann sollte es auf jeden Fall zu schaffen sein. Ist natürlich eine nervige Aufgabe, aber es wird auf jeden Fall machbar sein bei Nuketown. Wenn ihr dann das Schanzzeug habt, dann nehmt auf jeden Fall Rasender Wächter mit. Den solltet ihr auf jeden Fall auch Stufe 5 haben. Des Weiteren ist sehr wichtig, dass ihr bei den Waffenklassen das Nahkampf-Upgrade Stufe 5 habt. Die habt ihr dann nämlich Nahkampfschaden, stellt etwas Gesundheit wieder her. Und das werdet ihr nachher sehen, ist einfach extrem overpowered in Kombination mit Rasender Wächter, womit ihr eure Rüstung wiederherstellen könnt. Und zu guter Letzt bräuchtet ihr auch noch bei der Munitionsmodifikation die Tote Leitung Stufe 5 und das ist dann einfach absolut broken. Also damit kann man eigentlich jede Runde easy Runde 100 erreichen und ich werde euch das Ganze jetzt mal live auf die Maschine zeigen. Dann werdet ihr sehen, wie krass overpowered das ist und ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass die da in der Richtung noch was patchen. Wobei, man weiß ja nie bei Call of Duty, die sind da eigentlich relativ weit hinterher. Aber es ist wirklich, wirklich extrem overpowered und macht den Zombie-Modus sowas von einfach. Aber seht jetzt selbst. So, jetzt sind wir angekommen auf die Maschine und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie schnell man die Zombies damit einfach umboxen kann. Und es hat teilweise auch eine krasse Range. Und das geht einfach so verdammt schnell. Jetzt sind wir eigentlich so gut ausgerüstet. Jetzt gehen wir einfach hier auf den Spot. Chillen uns hier in die Ecke. Hund kommt her, macht uns zwar ein bisschen Damage. Okay, diesmal nicht. Aber dann stellt man sich einfach hier in die Ecke und messert einfach nur. Einfach nur messern. Kann theoretisch keine Ahnung was machen. Du kannst dir die Palme wedeln, du kannst einfach nur irgendwas nebenbei angucken, du kannst Podcast hören, du kannst lesen. Einfach nur nebenbei. Die ganze Zeit drücken, drücken. Okay, gerade sind die Zombies ein bisschen lost, ne? Aber du musst gar nichts tun. Das ist doch. Digga, was ist das? Das ist doch so overpowered. Du kannst hier alles immer einsammeln. Du musst halt nur aufpassen, dass. Du musst immer auf die Karte gucken, wann die Megatrons spawnen. Das hört man ja meistens. Weil die kann man dann am Ende der Runde killen. So, jetzt ist gerade ein Megatron gespawnt, das habt ihr ja gehört. Und um den kümmern wir uns dann, wenn nicht mehr viele Zombies da sind. Jetzt sind zum Beispiel nicht mehr viele da. Dann lockt ihr den raus. Und dann. Ah, natürlich solltet ihr den erst challengen, wenn dann so zack, zack, zack. Und das ist einfach, guck mal, ich kann einfach zu dem hingehen, den komplett zusammenhauen. Das ist wirklich viel zu einfach. Und das könnt ihr halt auch bis keine Ahnung, Runde 100 machen. Und Runde 40, ab Runde 40 sind die Zombies schneller. Aber es ist eigentlich nur zu eurem Vorteil, weil die Zombies dann schneller auf diesem Ding sind und ihr könnt die dann schneller killen. Aber die werden ja kein. Das wird ja nicht wirklich schwieriger dann. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr dieses Nahkampf-Upgrade habt, dass ihr mehr Gesundheit oder dass ihr Gesundheit bekommt, wenn ihr Nahkampfschaden austeilt. Weil wenn ihr in diesem. In dem Matsch da von diesen Hunden steht, dann verliert ihr sehr schnell Leben und regeneriert nicht. Das ist das Einzige, was euch killen kann, aber nur, wenn ihr halt nicht dieses Nahkampf-Upgrade habt. Weil wenn ihr so seid, dann seid ihr einfach sowas von safe.
Ich könnte das jetzt halt auch noch stundenlang weitermachen, aber ich glaube, es zeigt euch schon, wie overpowered das ist. So, komm her. Komm her, Megatron. Komm her, Jung. Gleich geht schon die Runde los, aber ist kein Problem. Auch wenn es mal brenzlig wird, einfach den Kollegen hier aktivieren. Ihr könnt ja nicht sterben. Ihr könnt ja einfach nicht sterben. Verprügelt den dann. Geht wieder auf euren Spot. Ihr habt Full Life, Full Rüstung. Das ist einfach nur powered. Oh Mann. Also einfacher kann man nicht an Kristalle kommen. Aber falls ihr noch nicht so viele Kristalle habt, um diese Methode hier zu machen, ich habe auch noch eine andere Methode, um schnell Kristalle zu bekommen. Die verlinke ich euch oben. Und ja, wenn ihr die dann aber habt, also das ist ja wirklich einfach nur overpowered hier. Das wird auch ziemlich einfach sein. Zack, zack, zack. Ja, jetzt werden sie alle gekillt. Es ist so overpowered. Gönn dir das einfach mal. Wenn es brenzlig wird, was es ja gar nicht werden kann eigentlich, dann macht halt den hier. Dann steht ihr einfach nur hier rum und killt die Zombies. Also, das ist einfach zu einfach. Was geht, Bruder? Und tschüss. Ja. Probiert es auf jeden Fall aus. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet und ob es euch weitergeholfen hat. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.